Als kleiner Vorgeschmack auf unsere Sendung «Vibration» vom kommenden Samstag über die Stars of Sounds am Berg schauen wir uns heute den Auftritt des Schweizer Popsängers Trollfra an. Der Alpentainer, wie er sich selber nennt, hat letzten Freitag im Herzen der Arberger Altstadt das Publikum unterhalten. Der Bericht von Pablo Guixeres. Der Trollfra hat schon mehrere Gold- und Platinplatten in der Tasche. Es ist ein Entertainer, oder besser gesagt ein Alpentainer, der ein grosses Publikum anzieht. Das gut besuchte Konzert am Berg war also keine Ausnahme. Der Trollfra ist ein richtiger Star in Deutschschweiz. Er kommt nicht mehr inkognito davon. Am Freitag vor dem Konzert, gerade wo unser Moderator fertig ist, den Künstler zu interviewen, nutzen ein paar Fans die Gelegenheit und sprechen ihn an. Und machen noch schnell ein Erinnerungsfoto. Ja, Danke vielmals. Schönes Konzert. Ja, das war natürlich ein super Moment. Wir waren ja auf vielen Konzerten beim Trollfra. Wir haben zwar auch schon selbst mitmachen, aber es ist immer wieder cool, um ihn zu treffen. Er ist ein sehr guter Typ und Musikgefolter. Mein Schatz war ziemlich nervös und dann hat das Handy nicht so wollen, wie sie wollen, aber bis am Schluss ist dann gegangen. Ihr findet das Interview mit dem Trollfra und auch Ausschnitte von seinem Konzert in unserer Sendung «Vibration», die am nächsten Samstag ab der 8. ausgestrahlt wird.